Hallo, liebe Wrestling-Fans, hier ist die Katta und bei mir ist der Pascal. Einen wunderschönen guten Tag. Wir wollen heute über den Superfight zwischen Yuki Ishikawa und Daisuke Ikeda vom diesjährigen Ambition 12 quatschen. Du warst ja auch live vor Ort. Wie fandest du Ambition so als Event? Ist immer was ganz anderes als andere Wrestling gewöhnt. Es ist immer etwas ruhiger, die Stimmung ist komplett anders. Da wird nicht eher weniger angefeuert, da wird eher einfach nur zugeguckt. Aber ansonsten, von den Teilnehmern her, die da waren, war es eigentlich relativ gut. Auch wenn mir das Finale mir ja das anders so vorgestellt habe. Ich bin jetzt nicht so der Daniel Makabe-Fan. Aber ansonsten hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Na, am Anfang war ich auch nicht bei Makabe, aber ich muss sagen, innerhalb des Events hat sich meine Meinung von ihm echt gebessert. Also mittlerweile mag ich ihn eigentlich ganz gerne. Das ist immer Geschmackssache. Ja, gut, ich hätte gerne Ridgeway gewinnen gesehen, aber das war auch mein Favorit von Anfang an. Ich hätte ja mit, habe ich den Namen vergessen, was, Taylor? Ja. Mitgerechnet, dass er das gewinnt. Oh, der hat mir vorher ehrlich gesagt kaum was gesagt. Also ich hatte mal den Namen irgendwo gehört, aber dann weiß ich nicht, so optisch kannte ich den gar nicht. Und dann fand ich ihn wirklich gut. Ich habe den bei The World Tag Team Festival gesehen und dann ist er das diesmal zum Karat aufgetreten und seitdem sollte er ja regelmäßig jetzt bei der WXW auftreten, was jetzt anscheinend ja jetzt nicht ganz so gut klappt. Ja, schwierig. Aber wäre cool, wenn er öfters dabei wäre. Hat mich echt überzeugt. Also Charakter habe ich jetzt noch nicht so viel mitbekommen, aber das war ja bei Ambition, ging es ja nicht um Charakter, da ging es ja tatsächlich einfach um die Fights und den Style, diese Art von Match. Und ja, diese Stimmung, die du gemeint hast, die ich auch gespürt habe. Also ich fand das irgendwie, es war irgendwie was ganz anderes. Es war auch mein erstes Ambition. Deins demnach auch? Nein, ich habe schon ein, zwei davor schon gesehen. Ich habe die immer nur halt auf WXW Now natürlich gesehen, aber live leider noch nicht. Wir sind immer beim Karat Samstag immer abends angereist. Und jetzt dachten wir uns, ach komm, einmal den Morgen noch mitnehmen. Und das hat sich so gelohnt. Ja, absolut. Auf jeden Fall. Und Marius meinte natürlich, nee, da gehe ich nicht hin, ich fahre lieber wohl zu einer Messe hin. Vielleicht hat das ja im Nachhinein bereut und kommt nächstes Mal mit. Ich hoff's. Also ich kann es jedem echt nur empfehlen. Wer Samstag hingeht, sollte sich das auf jeden Fall auch noch reinziehen. Das hat so viel Fun gemacht. Und ja, das Match, über das wir reden wollen, war auch so, finde ich, Highlight des Morgens, des Mittags. Ich meine, ich fand auch den Next Generation Fight, das waren ja zwei relativ junge, ich habe schon wieder vergessen, ich glaube 19, 20 sind die oder 18, 19 irgendwie. Das fand ich auch wirklich gut. Und diesen Semi-Final-Match Ridgeway gegen Ross Taylor, das waren so meine drei Lieblingsmatches. Aber der Superfight zwischen den beiden alten Herren, das war schon... War das auch dein Lieblingsfight? Ja, der Superfight ist eigentlich immer am besten von der Veranstaltung, meiner Meinung nach. Müsste ich jetzt in mich gehen und überlegen. Ich weiß nicht. Bei den anderen? Also bei einem Ambition war mein Timothy Thatcher gegen Yuki Ishikawa. Stimmt, ja. Oh ja, das war richtig gut. Also die Superfights haben eigentlich immer überzeugt. Ah, naja, sind ja auch Superfights, ne? Da sind wir richtig auch außerhalb des Turniers. Bitte? Da geben sie sich immer richtig auch außerhalb des Turniers. Die müssen ja nicht nochmal antreten. Ach so, meinst du das? Ja, ja, klar. Stimmt. Ja, gut. Willst du noch was zu Ambition sagen? Ansonsten quatsche ich kurz mal über die Wrestler. Zu Ambition, nö. Gut, dann ganz kurz Geschichtsstunde zu Yuki Ishikawa, wie der Name verrät, aus Japan. Der ist schon 53 mittlerweile, eine Legende des Shoot-Styles und seit ungefähr 28 Jahren im Ring. Am Anfang seiner Karriere hat man ihn auch öfter mal bei New Japan gesehen. Da habe ich auch versucht, Fights zu finden, aber nicht so richtig was gefunden. Ist auch eine ganze Weile her. Er hatte auch eine eigene Wrestling-Promotion namens Battle Arts, die aber 2011 schließen müsste und jetzt in Kanada ist. Und ja, gegen Daisuke Ikeda, seinen Matchpartner hier, hatte er wirklich viele Matches. Ich habe irgendwo gelesen, dass es über 100 sind. Selber gezählt habe ich sie natürlich jetzt nicht.
Liegt aber vor allem auch daran, dass sie halt in der gleichen Promotion angefangen haben, und zwar Gumi, die nach dem Ende von UWF von Minoru Suzuki, den kennen ja viele, Masakatsu Funaki und Yusuke Fuke gegründet wurde. Okay, das war jetzt ziemlich viel Geschichte über das japanische Wrestling, aber auf jeden Fall Ikeda und Ishikawa kennen sich halt wirklich schon lange. Genau, und Daisuke Ikeda ist auch nur ein Jahr jünger, 52, natürlich auch aus Japan, ebenfalls eine Legende, das auch, Legende des Shootstyles, seit 27 Jahren im Ring. Ja, eine der bekanntesten Promotions, für die er in den letzten Jahren immer mal angetreten ist, ist Pro Wrestling Noah, das schaue ich ja auch. Und er hatte auch mal eine eigene Promotion namens Futen, für die dann natürlich auch Ishikawa gewrestelt hat. Hast du die beiden außerhalb von WXW noch irgendwo gesehen? Nö, nur bei der WXW habe ich die kennengelernt. Ja, ich habe sie auch erst danach halt angefangen zu erforschen und mir anzuschauen, beziehungsweise Ikeda halt dann eben über Noah so ein bisschen was gesehen, wenn ich da mal so querfeldein mal reingucke. Ja, zwei sehr interessante Charaktere. Ich meine, die sind, als sie schon reingekommen sind, ich war ja auch mit Leuten da, die die beiden halt eben nicht kannten. Und du meintest ja auch, du warst ja auch mit deinem Cousin da. Ja. Der dann irgendwie auch meinte so, was das wohl gibt. Ja, ich glaub, besonders als ich mir erzählt habe, das wäre ein super Kampf, habe ich auch nur schräg angeguckt. Die beiden alten Leute, hoffentlich ist das mit schnell vorbei. Und dann war es, glaube ich, sogar das längste des Abends. Ach, ich habe gar nicht so die Zeit getrackt. Ich glaube, es waren 15 Minuten oder so. Vielleicht das längste der Veranstaltung, aber des Abends denke ich mal nicht. Des Abends nicht, nein. Nein. Des Mittags, Entschuldigung. Das ist immer so schwer. Ich denke immer, Wrestling ist abends. Dass das so eine Mittagsveranstaltung ist, entgleitet mir ständig. Vor allem ist ja die eine von drei Veranstaltungen an dem Tag. Also war anstrengend, diesen Samstag. Hast du dir alles angeschaut? Selbstverständlich. Okay, ich war da eher faul. Ich habe mir nur ein bisschen und dann abends die Karat-Nacht angesehen. Aber ich hätte, es wäre wahrscheinlich schlauer gewesen, hätten wir die mittlere Veranstaltung uns auch noch angeguckt, weil wir waren dann in Oberhausen unterwegs und ich bin nicht so der Shopping-Meilen-Typ. Das war irgendwie ein bisschen, Zentrum hat mich jetzt nicht so interessiert. Mich auch nicht, deswegen bin ich auch direkt zur Veranstaltung gegangen. Ah, ja. Ich habe ein leckeres Eis gegessen. Immer etwas. Sind wir zwischen der Veranstaltung kurz irgendwo hingegangen, kurz was gegessen und dann schnell wieder zurück. Ja. Aber erst zurückgegangen, als die ganze Menge schon drin ist. Gut, du hattest aber auch, wo warst du? Bei Ambition war nur unten offen oder konnte man da auch hoch? Ambition war nur unten offen. Ich glaube, oben auf den Balkons war nur für Presse, meine ich. Okay. Ja, ich hatte mich, also bei Ambition stand ich auf den Rängen an der Seite. Wo warst du? Ich war, wenn man noch Richtung Bühne guckt, rechts auf der Seite, zweite Reihe Sitzplatz. Na, dann saßen wir uns quasi gegenüber. Naja, ich stand. Ich normalerweise auch, aber ich wusste, es wird ein langes Wochenende. Ich bin ja alle drei Tage da gewesen. Habe mir gedacht, so eine Zwischenevents kannst du dich auch mal hinsetzen. Verstehe. Wir sind relativ knapp auf Faldern gekommen und so nach 3 Stunden Autofahrt war ich eigentlich ganz froh, dass ich mir die Beine so ein bisschen vertreten kann. Außerdem, ich bin bei Wrestling auch so jemand, ich springe dann gerne auf und das mögen die Leute hinter mir nicht so gerne, glaube ich. Ja, ich bin auch jemand lieber, der bei Wrestling-Veranstaltungen steht. Aber ein bisschen braucht man das nicht. Ja, das stimmt. In dem Fall stimmt das auf jeden Fall. Ja, wollen wir schon zum Match kommen? Aber gerne. Ja, das war ein Match nach Battle Arts Rules. Soweit ich das verstanden habe, heißt es einfach No Pinfalls und TKO und Submissions Only. Ja, als die beiden reingekommen sind, war das schon eine echt angespannte Stimmung im Publikum. Also die meisten waren schon wirklich gehypt. Man hatte schon das Gefühl bei dem Ambition-Publikum, die wussten halt alle, worauf es so ankommt, was da auf sie zukommt quasi, oder? Ja, so teils, manche haben sich gedacht, das als Superfight, naja. Und die anderen waren da schon alle mit Vorfreude und haben sich auf dieses Match gefreut.
Ja, auf meiner Seite waren halt super viele Engländer und die waren halt mega gehypt. Da war auch gleich mal so ein Wuhu-Chant und keine Ahnung was. Also die waren richtig laut. Ja, wahrscheinlich die einzige Ecke, die laut war. Ja, das habe ich nicht so mitbekommen, weil es halt eben so laut war. Aber auch nicht die ganze Zeit. Also die waren halt dann auch konzentriert zwischendurch, was man dann automatisch irgendwie ist. Also dieses Luftanhalten und so. Gut, ja. Das Match an sich, es gab ein relativ kurzes Abchecken, aber das erklärt sich auch, weil die beiden sich halt super kennen. Ich fand das eigentlich ganz cool, dass am Anfang eigentlich direkt quasi in die Ecke ging. Das war ja Ikeda, der Ishikawa direkt in die Ecke gedrückt hat und ihn dann schließlich direkt auf die Matte gebracht hat. Dann Heelhook und Holds, bis Ikeda sich dann freikämpfen konnte und die beiden sich dann ihren ersten Vorarm- und Punch-Battle gaben, was man im Match natürlich besonders häufig sah, ne? Ja, besonders dann, als direkt am Anfang Tatsuro direkt in der Ecke gecheckt hat, ob es Yuki Ishikawa gut geht und dafür mit einer lässigen Handbewegung gehen wir zur Seite. Ja, ich muss sowieso sagen, dass Tassilo Jung, also ich mag ihn sowieso als Referee schon übelst gerne, aber in dem Fight war er einfach nur zu gut. Er hat so ein bisschen zwischendurch diesen Comic Relief gesorgt, einfach weil man einfach gesehen hat, wie viel Respekt er vor den beiden hat und sich quasi dann, man hatte das Gefühl, dass er sich manchmal dafür entschuldigt, dass er sich jetzt einmischt. So dieses, hier, aus den Seilen müsst ihr, ihr kennt die Regeln. Es tut mir leid, ich will eigentlich gar nicht hier. Ja, das ist schon ein paar Mal vorgekommen in diesem Match, das stimmt. Ja, na gut, die beiden haben die Regeln. Ja, am Anfang waren sie noch einigermaßen regelkonform, aber sie haben sich immer weiter reingesteigert. Und das fand ich eigentlich ganz cool, dass sie dann immer wieder auch das ein bisschen flexibler ausgelegt haben. Von dem ganzen Match hat man gesehen, dass die alle drei im Ring Spaß hatten. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich denke mal, wer in dem Alter noch in den Ring steigt, der macht das nicht, weil er die Kohle braucht unbedingt, sondern das ist dann wirklich einfach die Leidenschaft dabei. Ich meine, die werden sich auch ihre Körper ganz gut kaputt machen. Ich meine, wo wir bei reden, kurz danach gab es ja, nach dem Vorarm- und Punch-Battle gab es ja schon den ersten Headbutt. Und da gab es ja einige und das Knallen war laut. Das habe ich sogar über die Engländer neben mir gehört. Oh ja, das hat gerappelt. In anderen Und Matches kennt man das als Superkick-Party und in diesem Match war es eindeutig eine Headbutt-Party. ja, das hast du schön ausgedrückt. Ja, ich glaube aber, Superkicks machen nicht so viel Schaden. Also bei Headbutts bin ich immer, ich habe jetzt auch kürzlich mit Chris mal über das letzte Shibata-Battle gesprochen, wo ja, seine Karriere dann auch durch ein Headbutt beendet wurde. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das so gut ist. Das tut ja auf beiden Seiten weh. Derjenige, der es ausführt und derjenige, der es einsteckt. Ja gut, die Logik dahinter, ne? Zumindest wenn ich das mache. Wahrscheinlich kenne ich sich da mehr aus, wie man das am besten macht. Ich habe das noch nicht probiert. Ich hatte gestern einen kleinen Headbutt mit der Wand und seitdem habe ich auch so eine kleine Beule am Kopf. Also ich möchte es gar nicht erst mit Leuten probieren. Nee, das war schon ganz, ganz krass mit den Headbutts, muss ich sagen. Ja. Ja, danach gingen sie ja dann gleich in die Seile und dann war das auch mit Tassilo Jung, der sich dann quasi dafür entschuldigt, dass er eben die beiden unterbrechen musste. Und ich fand das in dem Moment war das auch ganz cool, weil nach dem Headbutt, das war so ein Schockmoment beim ersten. Ich meine, irgendwann hat man sich dann daran gewöhnt, aber dann quasi dieser Comic Relief, wie ich das vorhin schon meinte, dann fand ich ganz gut. Und das Publikum hat ja auch in dem Fall gelacht. Und das haben sie bei dem Match lustigerweise öfters, vielleicht auch einfach, weil der Spaß so ein bisschen angesteckt hat. Na, es war ein Mix aus Lachen und so, oh, aua, das Ja. tat doch weh. Ja, ich hatte einen Typen hinter mir, auch ein Engländer, der, also am Anfang war das noch so, yay, cooler Fight. Und mir so, oh mein Gott. Der ist, glaube ich, gestorben irgendwann. Ich bin mir nicht sicher. Irgendwann war er nur noch sehr, sehr leise, nur noch am Jammern. So, ich glaube, er hat das echt mitgefühlt. Da mein Cousin aber auch, also er war komplett überrascht. Ja, wir waren, also. Ja, mir tat es dann auch irgendwann schon weh. Am Anfang habe ich mich noch gut mit den Leuten, mit denen ich so zusammenstand, unterhalten, aber irgendwann war mir auch nur, oh mein Gott, hast du das gesehen? Krass. Weil in diesem Match ging es ja ganze Zeit nur gegen die Stirne, ob es Kopfnüsse war oder einfach Fäustschläge. Ja, oder Kicks. Also es gab ja auch einige Kicks gegen den Kopf.
Das war ja auch nachdem sie sich aus den Seilen dann quasi mal wieder raus manövriert haben, nachdem sie ermahnt wurden, hatte ja auch Ikeda einmal die Gunst der Stunde genutzt, um nachzutreten. Da fing das dann auch, glaube ich, an mit den mit der etwas flexibleren Auslegung der Regeln. Da gab es dann auch den, glaube ich, den ersten Kickout bei 2. Das war so fast schon Mitte, naja, fast noch erste Drittel. Also richtig getimt habe ich das Match auch nicht. Ich dachte mir eigentlich, ich schreibe mir die Zeiten auf, aber dann war ich auch schon wieder so drin. Ich finde es aber ganz schwer, wenn ich Matches gut finde, dann wirklich so zu timen und genau mitzuschreiben. Also ich habe dieses Match, muss ich auch für dieses Match öfters auf Pause drücken, damit ich auch alles mitbekomme. Ich habe es einfach zweimal gesehen. Ich wollte dann auch nicht pausieren. Das ist irgendwie, ja. Ja, danach gab es ja dann noch weitere Headbutts und Vorarms und Knees. Dann Ishikawa setzte dann Kimura-Lock an, aus dem Ikeda fliehen konnte. Aber ja, wieder zu den nett ausgelegten Regeln. Ishikawa ging dann gegen die Augen von Ikeda vor, um dann letztendlich im Heel-Hook zu landen. Ja, dann gab es schön an den Haaren ziehen. Und einen nicht ganz so funktionierenden Kimura-Lock und dann wieder Seile. Und ich finde, da kamen dann so die fiesesten Kicks des Abends von Ikeda. Das Publikum war da an der Stelle extrem laut. Und ich erinnere mich auch daran, dass der Engländer, der mir dann so einfach nur ganz laut sagte, Oh my fucking God. Ich habe auch versucht, an die Stelle nochmal zu spielen und lauter zu machen, ob ich ihn irgendwie höre, aber anscheinend war das nur hinter mir so laut. Aber vor allem jetzt bei uns, also mehr weniger regelkonformen Moves sind das, wo sich Yuki Ikawa sich befreit hat, indem er Ikeda in Ikedas Hand gebissen hat. Stimmt, das war auch am Anfang noch, oder? War das Ja, da? so relativ mittig anfangen, wie du dann diesen ja, so nochmal atmen. Relativ stark mittig war das ja. Okay. Ja, stimmt, das war, glaube ich, irgendwie kurz davor. Ja, da mit dem Befreien, auch mit dem an den Haare ziehen, schön aus dem Blickfeld von Tassilo Jung, dass der das ja nicht mitkriegt. Ja. Da wurden die alten Herren dann schon ein bisschen fieser zueinander. Aber na gut, sie kennen sich ja auch. Sie wissen, an welcher Stelle es weh tut. Also, ja. Fand ich auch lustig, als Ikeda sich in die Seile retten konnte und Tassilo und Yuki wieder mal sagen soll, dass er loslassen soll und das immer wieder mit dem Rollback so, mach direkt die Hände hoch, wenn er in die Seile ist, sofort die Hände hoch, bitte. Und dann hat Yuki sich in die Seile gerettet und was hat er gemacht? Sofort die Hände gemacht. Hier, guck, Ja. Hände sind oben. Das fand ich auch schön. Also die Chemie zwischen allen drei im Ring hatte einfach unglaublich gestimmt. Weil ich meine, Tassilo hatte ja auch immer die Superfights, glaube ich, als Referee, ne? Das weiß ich nicht, da habe ich nicht wirklich drauf geachtet. Ich achte normalerweise auf sowas, aber da ist meine Erinnerung gerade auch ein wenig schwammig. Auf jeden Fall, ja. Ja, nach den ganzen Seilen gab es ja dann auch wieder eine Menge von Punches und Headbutts, dann gab es Clotheslines, die fand ich auch, die klangen auch böse. Das war schon, ja gut, New Japan guckst du gar nicht, ne? Nee, aktuell geht's eh schlecht, aber ich wollte demnächst mal mich ein bisschen umswitchen, was mit dem, was ich im Wrestling gucke. Okay, ja, also New Japan. Auf jeden Fall, Shingo Takagis Clotheslines sind halt auch immer ganz hart und ich finde, der mich irgendwie so ein bisschen daran erinnert oder vielleicht andersrum, die von Shingo erinnern mich an die von Ishikawa. Das war dann schon das zweite Drittel, gab es ja dann auch diese nette Abfolge, wo Ishikawa den Fujiwara-Armbar ansetzen konnte. Und dann mit dem Chicken Wing es fast schaffte, Ikeda zur Aufgabe zu bringen. Ich finde, das war auch ein schöner Moment. Also es war, wie kam das gar nicht so, also wie kam das im Match, als ich das erste Mal gesehen habe, unsagbar lange vor? Also nicht negativ lange, sondern es kam mir einfach, es war halt übelst spannend. Und jetzt habe ich gemerkt, dass es eigentlich gar nicht so lange war. Aber ich glaube, das ist einfach, wenn man an dem Punkt dann schon so ist, dass man quasi schon mit ausgepowert ist, dass man dann das Gefühl hat, dass es noch länger dauert. Aber wo man sich selber denkt, wie lange wollen sich denn noch im Ring quälen? Ja, aber das war ja auch schon fast vor Ende. Und da hat man ja auch schon gemerkt, dass Ikeda schon relativ
relativ nah vor Ende war. Er schafft es ja dann in die Seile und wurde dann mit so einem Saito-Suplex durch den Ring geworfen. Ishikawa trat dann nochmal nach und Ikeda schafft es in dem Punkt auch nur noch gerade so auf die Beine. Und dann war der fiese Running Headbutt beide Boah. down. Der letzte Running Headbutt, der letzte und der zehnte insgesamt in diesem ganzen Match. Da sind beide da irgendwie schön abgeprallt voneinander, das sah übel aus. Ja, das klang auch übel, wie so zwei Kokosnüsse, die du irgendwie echt gegeneinander wirfst. Das war irgendwie bei jedem Kopfnuss so, aber bei der, das war nochmal extra. Ja, oh, da hat sie auch echt das Gefühl, dass die Schädel gleich platzen. Hat mich auch gewundert, also ich glaube, ein ganz klein bisschen Blut war bei Ikeda war das, glaube ich. Aber ansonsten... Yuki Ishikawa hat zwischendurch mal ein bisschen an der Stirn geblutet. Stimmt, das war sogar noch relativ am Anfang. Stimmt, das war bei Ishikawa, ja. Aber ansonsten nicht. Hat dann Ikeda, dass er gesehen hat, hat er noch mal schön ein paar Mal mit der Faust draufgehauen. Ja, selbstverfreilich. Muss ja alles nutzen. Ja. Oh, dass die hinterher überhaupt noch gerade laufen konnten. Naja, ja, das läutete dann ja auch schon eigentlich das Ende ein, aber ich glaube, danach hätte ich auch mehr Headbutts eigentlich nicht sehen wollen. Ich glaube, es war da schon echt unangenehm und du hast es im Publikum, finde ich, auch gehört. Also ich nach dem Headbutt war es gar nicht so laut, sondern es war hauptsächlich so kollektives Luftanhalten. Ja, also hoffentlich stehen die beiden nochmal wieder auf, nachdem sie gegeneinander gelaufen sind. Ja, hat ja auch eine Weile gedauert, ne? Ja. Also lagen ja beide relativ lange um. Ikeda war ja als erstes wieder fit, legte dann mit einer Clothesline nach. Ishikawa schafft es dann nochmal kurz aufzustehen, aber nach ein paar Headkicks war bei ihm dann Ende. Er wollte eigentlich nicht aufgeben, aber ich fand das eigentlich ganz schön, wie er da erst sich mit den Seilen hochzog und du dachtest so, ja, er steht nochmal, aber dann so beim kurz vorm Ten-Count ist er dann nochmal zusammengebrochen und nope, vorbei, Ende. Ja, da konnte man schon sehen, dass der Geist noch weiter wollte. Ja. Aber der Körper dann immer gesagt hat, sorry, aber hier ist Schluss. Ja, das war wirklich gut. Also, das war ein wirklich gutes Match. Da war ich hinterher auch mal fertig und dachte so, okay, ich brauche jetzt eine Pause, bitte. Aber das Event war ja noch nicht vorbei, da kamen ja noch ein paar. Ja, war dann keine Erholung. Aber ich habe dann, glaube ich, auch erstmal noch mal kurz was irgendwie zu trinken geholt oder so. Kann auch sein, dass es nach dem Match wirklich eine kurze Pause gab. Das weiß ich gar nicht. Ich habe jetzt tatsächlich für unsere Aufnahme nur nochmal das Match gesehen. Und ich hatte mir nochmal beim ersten Ansehen, hatte ich mir nochmal die beiden Juniors angeguckt, weil ich die auch so gut fand. Gerüchteweise sollen die ja auch jetzt öfters mal zu WXW kommen, hatte ich gehört. Ich weiß auch nicht mehr von wem. Ja, ich glaube, Chris Ridgway sollte ja auch öfters da sein, wie ich gehört habe. Dann so einige Namen, die jetzt regelmäßig da sein sollten, aber das war ja die letzte Veranstaltung, also dieses Wochenende von der WXW. Ja, das ist so bitter. Ja gut, Ridgway sollte ja erst Noah und dann wahrscheinlich wieder zur WXW, aber auch bei Noah ist ja erstmal nichts gewesen. Ja, das ist echt, für Wrestling ist das gerade echt bitter. Aber na gut, WXW kommt wieder, die überleben das. Mit unserer Hilfe. Komm, Shotgun kommt dann wieder und dann reden Marius und ich schön unserem Ringkast darüber und hoffen, dass vielleicht Shotgun länger bleibt, als nur bis Corona-Krise vorbei ist. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall auch drauf. Auch auf euren Podcast, also ja, bin ich mal gespannt. Hast du wo in der Zeit von dem Match? Wie lange das Match ging? Ja, ich habe doch gesagt, das habe ich irgendwie vergessen aufzuschreiben. Ich glaube, es war irgendwo bei 17 Minuten oder so. Habe ich nicht irgendwo... Ich habe auf der WXW-Seite nachgeguckt, aber steht nichts. Ah, ich achte vor. Aber ich glaube, es waren 15, 17 Minuten. Also so lang war es gar nicht. Gibt es mir aber auch nicht gespeichert. Aber es ist, weiß ich nicht, bei sowas ist es mir eigentlich auch relativ wurscht. Es kam mir gleichzeitig irre lang vor, einfach weil so viel passiert ist und gleichzeitig super kurz, weil ich halt so gefesselt war bei allen drei Malen, die ich jetzt gesehen habe. War auf jeden Fall die
perfekte Länge vom Match, kann man sagen. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, länger hätte ich es auch nicht ausgehalten. Wie gesagt, nach diesem Running Headbutt war es bei mir schon so, puh, ja. Von der letzte, fast letzte Kick, der Jumping Spinback Kick oder wie auch immer da ist, weil er sich im Flug gedreht hat und ihn da schön gegen Kinn getreten hat und Luke, ich Cover einfach in sich zusammengesackt ist und da ist ja auch nochmal die ganze Halle ausgerastet. Ja. Und dann zum Schluss noch der Punt Kick, der das dann zum Schluss gebracht hat. War schön. Ja, alles gegen den Kopf. Oh. Im Match ging alles gegen den Kopf, ja. Also wer es noch nicht gesehen hat, schaut euch das auf jeden Fall an. Na gut, wahrscheinlich hören das die meisten, die es auch schon gesehen haben. Wer es einfach aus Neugierde gehört hat, wir haben zwar alles verraten, aber es ist trotzdem immer noch absolut gut. Ansonsten die anderen Superfights. Und ja, ansonsten alle, die noch nicht WXW Now abonniert haben, jetzt ist es besonders wichtig, weil damit kann man WXW gut unterstützen. Und es lohnt sich auch. Ich finde die Library so gut. Es ist so viel Zeug, so viele Stunden an Material und von den Leuten. John Moxley früher, wo der bei WXW war. Daniel Bryan, beziehungsweise Bryan Danielson. AJ Styles war schon mal da. Ja. Also. Echt krass. Aleister Black damals noch als Tommy End. Hast du den Fight gesehen, Tommy End gegen Bryan Danielson oder Daniel Bryan? Nein, habe ich nicht. Die hatten auch ein Shoot-Style-Match. Das ist auch irgendwie cool. Aber das einzige Match, was ich da gesehen habe, war Tommy End gegen Ilja Dragunov in seinem Abschiedsmatch. Das war die erste Veranstaltung, wo ich da war bei der WXW. Oh, du hast es live gesehen. Cool. Ja, meine allererste Veranstaltung. Oh, ja, meine allererste war, glaube ich, ein Shotgun-Taping, glaube ich. Und das war... Oh, siehst du, weiß ich schon gar nicht mehr, ich weiß auch gar nicht mehr, wer alles dabei war. Es ist auch schon irgendwie gefühlt so lange her. Oder war es Wheel of Wrestling Tour? Keine Ahnung, es war in Fulda. Ich habe einfach mal interessiert. Da hatte ich auch WXW Now schon und dann habe ich endlich Leute gefunden, die mit mir da hinfahren und dann habe ich mich auf den Weg gemacht. Weil das erste Match, was ich da gesehen habe, war ja Jörn Simmons gegen Zack Sabre Jr. Krass. So, oh, Zack Sabre, den kenne ich. Das habe ich, da sind wir extra nach Frankfurt. Ich habe darauf bestanden, Zack Sabre zu sehen. Und ja, ich war auch leicht am Rumfangirl da. Ach, der ist auch einfach zu gut. Also, ja, da war auch noch Zack Sabre noch ein fester Bestandteil von der WXW. Dann aber kurz danach aber auch abgehauen ist. Ja, das ist das einzig Doofe, dass so viel Durchlauf quasi ist, dass wenn man so spät zur WXW kommt, dass man quasi sehr viele Leute einfach schon verpasst hat. Ja, das kommt, aber kommen ja noch haufenweise nach. Der wird ja immer wieder neue Topstars da geschaffen. Also immer wieder was Neues. Auf jeden Fall. Ich finde das cool, dass wir in Deutschland so eine große Liga haben, die auch qualitativ so gut ist, muss ich sagen. Und das größte europäische Turnier dann auch noch bei uns direkt um die Ecke haben. Ja. Das ist praktisch. Finde ich auch. Also da haben wir echt Glück. Ja, wenn wir jetzt auf WXW nochmal zurückkommen, da ist ja nicht nur WXW drauf. Es sind auch viele andere Promotions, nicht nur aus Deutschland, also aus Kanada sind da manch welche da, aus UK, aus Frankreich. Kann man sich einfach mal durchstöbern, wer da Interesse hat. Genau, CZW. Die auch geplant haben, hier hinzukommen, aber mal gucken, ob das überhaupt stattfindet. Ja, im November. Eigentlich hatten wir alle geplant, ja, da hinzugehen. Ja. Oh, es wäre schön, wenn das, aber ich weiß nicht, ob Großveranstaltungen dieses Jahr so eine schlaue Idee sind. Aber egal, wann auch immer das stattfindet, da bin ich definitiv da. Ich glaube, CZW war, ich hatte einen größeren Hiatus vom Wrestling, wo ich nichts gesehen habe. Durch CZW bin ich wieder zurückgekommen. Hm. Ich weiß auch nicht, da habe ich irgendwie komischen Kram im Internet gefunden. Und dann hat es mich irgendwie gefesselt. An mich hat einen der Wrestling, der S-Spiel zum Wrestling gebracht. Habe ich irgendwie vom Freund ausgeliehen gehabt, mal ein bisschen gezockt und dann irgendwann aus dem Zock auch mal auf Schauen gewonnen, dann seitdem verfolge ich das. Das ist SmackDown vs. Raw 2007 gewesen sein. Oh, okay. Ich glaube, 2007 habe ich da wieder WWE geschaut. Nee, ich glaube, da hatte ich meine kurze TNA-Phase. Sie war kurz, blutig und heftig. ich sehr viel mit Christian noch. Das war doch, und AJ Styles, das war doch 2007 irgendwie so. Kann ich nicht sagen.
Aber das ist auch das Problem, weil irgendwann später habe ich angefangen, so Events von früher einfach nachzugucken, wenn man mal so krank ist oder völlig gelangweilt, und dann verwechselt man immer, ob man die wirklich zu dem Zeitpunkt gesehen hat oder erst später. Deswegen kann ich dir auch gar nicht sagen, ob es das allererste war, was ich von WXW gesehen habe. Weiß ich nicht. Bisschen lange her. Immer verschwimmt alles. Okay. Gut. Ja. War doch schön. Haben wir die beiden auch endlich mal zusammen getaped? Ich glaube, jetzt habe ich alle aus dem Team einmal dran gehabt. Ja, ich noch nicht. Du bist erst die Dritte. Ha! Ach, kommst du auch noch hin? Bei unseren ganz vielen neuen Formaten findet sich auch noch was. Ja, müssen die anderen nur vernünftige Matches reinposten, wo ich mich auch ein bisschen Ahnung vielleicht habe. Naja, das hattest du ja auch vorgeschlagen und ich habe es gesehen und dachte mir so, jupp, hi. Passt. Also bei uns, ja, wir haben ja ganz viele bei uns im Team, die dann verschiedene Produkte gucken. Also da findet man eigentlich einen Podcast immer irgendwas. Genau. Ja, genau. Hört auch bei den anderen Sachen rein. Ich weiß nicht genau, wann wir jetzt an die Reihe kommen, wann wir veröffentlicht werden. Das halten wir ja immer so ein bisschen offen, aber hört auch auf jeden Fall bei den anderen ein. Es gibt so viele coole Matches, die jetzt einfach schon in der Match Madness besprochen wurden und sehr viele spannende Sachen. Gut. Hat echt Spaß gemacht mit dir. Ja, gleich noch zurückgeben. Ja, dann wünsche ich unseren Zuhörern einen schönen Morgen, Mittag, Abend, Nacht und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.